Wir sind hier in Japan und ich habe heute eine Sache vor. Und zwar Mystery Booster und Boxen testen. Ob diese gut abschneiden und was wir bekommen werden, das finden wir hier und jetzt heraus. Oh mein Gott, der ist krasser. Anders als in Deutschland bietet fast jeder Shop in Japan Mystery Booster an. Ob in Gacha-Maschinen oder in einfachen Umschlägen. Es wird dem Käufer suggeriert, dass man gute oder auch seltene Karten ziehen kann. Aber die Chance ist sehr gering. Diese Gacha-Systeme gehören in Japan zur Tagesordnung und sind überall zu finden. Es gibt sogar riesige Hallen, wo man Figuren, Booster oder Plüschtiere gewinnen kann. Wichtig ist hier natürlich, Glücksspiel kann süchtig machen, dementsprechend ist es nicht zu empfehlen. Aber eine Sache, die ich ganz gerne austesten wollte für euch, ist, wie gut sind die Pokémon-Gewinne in diesen Shops? Und genau das schauen wir uns jetzt an. Pokémans, und zwar, das sind einfach nur Kartenkarten. Ist nichts Krasses dabei, so wie ich das sehe. Day ist cool. Dieses Anton hier mit dem Dude. Aber ich glaube, ich war hier noch nie. Ich kann mal gucken, ob die hier was haben. Schauen wir mal. Das ist die Vending Collection, wie du das sehen kannst. Die haben immer diesen Pokéball da. Die gibt es in mehreren Automaten damals zu ziehen. Ob es die heutzutage noch gibt, das werden wir auch noch herausfinden. Aber das ist tendenziell schon mal eine Sache, die eigentlich nur japanisch typisch ist und bei uns gar nicht erschienen ist, was ganz cool ist. Aber wir suchen nach anderen Vending Machines und eventuell finden wir auch welche mit solchen Sachen. Ach du Heilige, hier ist Gacha-Systeme. Hier könnten wir eigentlich was machen. Wir können ja 3000 Yen, glaube ich, ausgeben und kriegen hier eines dieser Teile. Wie ich das verstanden habe. Ja, wir machen das jetzt einfach, hätte ich jetzt gesagt. Also wenn wir schon mal hier sind, let's go. Also das ist wohl der Hauptgewinn hier oben. Die sieht schon... Pikachu! Die ist schon sehr, sehr... Also die ist auch sehr wertvoll. Die kostet halt über 1000er. Ich glaube, das hier ist... Also S wird, glaube ich, das wertvollste sein. Ja, oder genau, SS. Genau. SSS. Genau. Frage ist halt bloß, wie man die bekommt halt im Endeffekt. Ob das hier mit denen hier möglich ist, weil die sind, glaube ich, für den Automaten dort vorne. Ja, ich glaube, das rechts sind Leute, die was Geiles gezogen haben. Die Polaroids. Ja, wahrscheinlich. Ja, maybe können wir uns dazu einreihen. Mal schauen. Wir haben hier diesen Automaten und je nachdem, was für Glück wir haben, sage ich mal, im Endeffekt kommt halt eine Zahl. Und diese Zahl bestimmt halt, was wir im Endeffekt für einen Preis im Endeffekt bekommen für unsere 1000 Yen, was circa so 6, 7 Euro sind. Und ich würde sagen, die machen wir jetzt einfach mal rein und schauen, was passiert. Hat er Bock? Hast du Bock, mein Geld zu schlucken? Ah. Okay, wir haben es erzählt. Okay. Okay, we got it, bro. Okay. Alter, push. Warte. Push the button. So, haben wir jetzt das S. Wir haben ein C bekommen. Okay, was bedeutet C? Wir gucken mal hier rüber. C bedeutet wohl ganz normales Booster Pack, was ja eigentlich auch schon in Ordnung ist für den Preis. Klar, es ist jetzt halt nicht das obere, aber ein Booster Pack, das wir uns hier auswählen können, ist auch sehr nett. Big C. Ja, nice. Das ist wieder wohl nicht so gut. Oh, der ist grün. C! Der ist blau. Meinst du, blau ist gut? Alter. Ich glaube, wir müssen was anderes machen. Ey, das wird heute ganz böse. Okay, letzter Versuch. Der Automat kann sich jetzt noch irgendwie verbessern. Oh, die ist weiß. So, dann holen wir mal unsere Gewinne ab, ne? Wir haben auch süße Pokébälle bekommen. Da war ja gar nichts. It's Aussie. Oh. Der war ja genauso traurig wie ich. Five? Five. This and this one. Cool. Wollen wir die gleich hier öffnen? Machen wir das ganz schnell. Hier ist auch, glaube ich, hier ist der Spot zum Öffnen. Ich glaube, hier ist so der Kartenfriedhof. Ich glaube, das ist ein bisschen traurig. Oh, wir wollen hier nichts verschmutzen. Ganz wichtig, in Japan liegt auch nirgendwo Müll rum. Obwohl da noch mehr Leute Booster öffnen als in Deutschland. So, hier gehen wir schnell auf eben durch. Hier wird wahrscheinlich eh nichts drin sein. Oh, der Urgel. Freunde, ihr wisst ganz genau, was das hier heißt. Urgel. So, dann haben wir die nächsten. Das sieht süß aus. Porygon, Chopé. Wieder der Urgel. Und Fiaro. Oh, wir haben hier, glaube ich, was. Ein Giratina Vista. Die ist sehr pretty. Wollen wir jetzt den Jungen noch hier versuchen zu machen? Das ist so ein Ticket-Lotterie. Guck mal, wie Kleingeld ich habe. Ich kann ja nicht 3-5 mal nacheinander C bekommen. Wo ist er denn? Moini, ich will Geld ausgeben. Man ist nur einmal in Japan, ne? Das ist nicht dein erstes Mal in Japan. Man ist nur zweimal in Japan. Arigato. Ja, dann geht's los jetzt. This one? Arigato. Ich habe jetzt bei diesem Automat eine Nummer ausgewählt
Und hier kann jetzt eine gute Karte drin sein, wie wir hier sehen können. Hier kann aber auch gar nichts. Also was heißt gar nichts? Also hier ist irgendetwas drin auf jeden Fall. Und 25 ist meine Lieblingszahl. Das ist nicht nur mein Geburtstag, sondern die mag ich halt auch ganz gern. Und wir machen die jetzt einfach mal auf. Okay, wir haben schon mal eine Full Art, eine Trainer Full Art, wie es aussieht. Ich glaube, es ist Luz. Es ist eine Opal Full Art. Können wir einfach hier den Laden verlassen? Das war jetzt gerade sehr traurig. Da ich leider kein Glück bei den Gacha-Automaten hatte, habe ich mir gedacht, okay, es wird Zeit für Mystery Booster. Und ich habe dann einen ganz kleinen süßen Laden gefunden. Was genau ist passiert? Ich habe ihn gefragt, wie man die Booster bekommt. Und er hat sie nicht so verstellt, aber er hat sie in diesen Boxen hier. Diese, die hier? In den da, genau. Da kriegt man die unten drin halt. So, drei Stück? Drei Stück. Wir haben hier drei Booster jetzt gekauft in diesem coolen Laden und hier können Booster-Packs drin sein, auch seltenere. Wir gucken mal rein. Oh. Ja, ist schon mal okay. Schon mal okay. Drei Booster sind da immer drin in einem. Ist schon mal nicht schlecht auf jeden Fall. Okay, okay. Das ist ein älteres, das ist schon mal auch ganz cool. Da kann man auf jeden Fall nichts verkehrt machen. Aber der Preis ist halt auch in Ordnung, muss man sagen. Was hast du bezahlt? 970 für eins. Also 7 Euro für. Und es sind halt drei Booster-Packs. Das ist halt eigentlich recht in Ordnung, würde ich an der Stelle sagen. Aber ich glaube, das Beste müsste hier sein. Ja, okay, wir haben jetzt nicht so ein Seltenes bekommen, aber trotzdem, glaube ich, ganz coole Booster-Packs. Da dieser Shop so gute Booster mit sich gebracht hat für ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, bin ich am nächsten Tag gleich nochmal hingegangen. Nein, ich habe kein Suchtproblem. Wir machen jetzt die hier auf und gucken, was drin ist. Oh, der ist gut, glaube ich. Das ist schon mal einer der besseren, definitiv. Den hatten wir auch schon gestern und den haben wir heute. Okay, okay, okay. Wir haben hier das zweite. Den da. Es läuft ganz gut, es läuft ganz gut, ja. Ich brauche was Gutes. Das ist aber, glaube ich, nicht das Beste, was man haben kann, oder? Es ist schon wieder der. Alter, okay. Wir sind so gut. Fucking lucky, Alter. Wir sind so gut. Oh nein, wie räudig ist das aufgemacht habe. Nein. Mario, what did you do? Ich glaube, der ist nicht so gut, oder? Nee. Let's go. Der ist besser. Das ist hier einer von denen. Actually nice. Ich weiß nicht, was da drin ist, aber ich glaube, der ist gut. Und Navy Heroes. Nach einer kleinen Stärkung werden jetzt auch endlich die Booster geöffnet. Dafür bin ich erstmal nach Shinjuku gefahren. Wir sind hier in Shinjuku und wir sind hier beim Observation Center, was gratis ist. Und wir werden auch noch da oben raufgehen und wir werden da ebenfalls noch was öffnen. Aber wir haben jetzt hier noch ein paar Sachen. Und bevor wir nach oben gehen, gehen wir mit dem Jungen erstmal nach unten. Okay, okay. Gucken wir mal rein, ob wir hier den Drachen ziehen. Und sehen wir denn, wir haben... auf jeden Fall eine Holo-Karte mit Victini. Und jetzt haben wir noch das Selfmade-Pack, das coole Gengar. Es ist ein selbstgemachtes Mystery-Pack und wir können hier alles drin haben, aber auch gar nichts. Aber es ist in dem Sinne was Cooles, eine Shiny Rillaboom. Die nehmen wir. Aber jetzt gucken wir mal, was da oben ist. Wir haben hier gerade im Hintergrund den Fuji, den man so ganz leicht sehen kann über komplett Japan, was ein bisschen groß ist. Aber was auch groß ist, ist hoffentlich unser Glück jetzt bei diesen Boostern hier. Wir haben hier das neueste Set und wir gucken mal rein, was wir hier haben werden. Glaubst du, wir ziehen was? Ja. Alter, der ist ja super süß mit den Wolken dort. Die Wolken sehen wir hier auch und mehr sehen wir auch nicht. So, 2000 Yen, ein Booster. Wir haben hier schon eine schöne Ambiente hier. Ich dachte, wenn das der alte ist, ne, ich lade dich auf dem Eis ein. Nein, ich krieg kein Eis. Aber das ist wieder eine voller Trainer in Rainbow. Den habe ich zwar schon, aber der ist trotzdem ziemlich cool. Wir sind nun in einem Tempel vor dem Tokyo Tower. Sehr eindrucksvoll und genauso eindrucksvoll sind auch ebenfalls die Booster Packs, die wir jetzt haben. Unter anderem Eevee Heroes. Zunächst öffnen wir Double Blaze und hoffen dort auf irgendetwas. Sehr, sehr altes Set, aber wir schauen mal, was wir haben. Wir haben Gloom, Quapuzzi und wir haben sogar Mewtwo Holo hier. Das ist... sehr nice. Wir haben hier ein 2000 Mystery Pack mal wieder. Ich sag dir, jetzt muss mal ein Knaller kommen. Jetzt muss mal ein Knaller kommen. Der Dalukart. Mann, der ist echt nicht so gut. Aber er ist mit dabei in Japan. Sogar zweimal. So, das gute alte Eevee Heroes. Ich gehe nicht davon aus, dass wir hier was drin haben. Wenn, dann wäre das schon mal sehr gut. In so ein Packs Holo und so Billigart. Wir sind hier gerade beim Minato World Shiba Park und haben hier einen wunderschönen kleinen Tempel entdeckt, wo wir auf jeden Fall jetzt ein paar Booster öffnen werden. So, ich öffne jetzt und dann ziehen wir gar nichts. So, so. Katapultra Holo. Oh,
gut, der Junge. Wir haben die hier noch. Die werden jetzt bestimmt richtig gönnen vor diesem wunderschönen Tempel. Denn wir haben hier... das ist mal was anderes. Das ist ja sehr interessant. Das ist eine Secret Reactos. Die ist auf jeden Fall cooler als ein Shiny. Und die habe ich, glaube ich, auch noch nicht. Sehr, sehr cool. Und den letzten Jungen. Gerade hatten wir Glück. Von daher brauchen wir jetzt... nochmal ein Katapultra. Ich glaube, den hatten wir auch schon mal. Wir sind jetzt im wunderschönen Aserbaidschan-Viertel und wir haben hier nicht nur eindrucksvolle Gebäude, sondern halt auch mal wieder ein paar Booster. Wir sind hier ein bisschen am Spazieren, gucken uns die Gegend an, wie so wahre Touris halt. Aber wir müssen jetzt auch mal was Gutes ziehen. 1000 Yen für. Paul, was sagst du? Müll. Hallo, nicht so negativ? Die haben wir doch auch schon. Mann, I mean, ist eine geile Karte, aber warum zweimal? 2000 Euro dieser Ball-Guy. 2000 Yen. Ach. 2000 Yen. Euro, finde ich. Stell dir vor, ich hätte 2000 Euro für dieses Ding ausgegeben. Hm. Wenn das jetzt. Warum haben wir zwei Karten hier drin? Ist das was Gutes oder was Schlechtes? Okay, wir haben den Kaffeemaster hier drin. Warum haben wir hier eine zweite Karte? Was? Ich glaube, die haben sich da ein bisschen vertan, kann das sein? Alter, das sind zwar jetzt beide sich die geilsten Karten. Aber schon witzig, dass hier zwei drin waren. Dice geht es. Wir haben noch die letzten Packs und auch die letzten Mystery Booster hier im Kaisergarten. Und ich glaube, ihr könnt euch mal selbst davon überzeugen, wie schön das hier ist. Und ein Tausender haben wir noch. Fangen an mit dem Tausender. So, wir machen den einfach auf. Und... den hatten wir schon mal, aber in einer anderen Form. Jetzt haben wir den Normal noch. Sehr, sehr schnuckelig. Der letzte 2000 Yen-Boy. Ob sich das jetzt so gelohnt hat? Nun, das weiß ich nicht. Wir haben auf jeden Fall ein paar coole Karten bekommen. Aber so der richtige Hit, also die richtige Überraschung war bisher noch nicht dabei. Und... nein! Das ist einfach mein Hass-Pokémon. Wir haben noch einen ganzen Batzen Booster. Und die jetzt im Schnelldurchlauf. Der ist süß, der passt zum Ambiente. Der ist süß und der macht auch komische Geräusche. Das ist interessant. Weißt du, was das ist? Das ist das Special Pack. Eines der Special Packs. Ich weiß nicht, was hier drin ist. Hier ist eigentlich irgendeine Pikachu-Karte drin, wie ich das gesehen habe. Gucken wir mal rein. Das ist auf jeden Fall einer der selteneren Booster gewesen, die wir gezogen haben. Okay, bist du bereit? Für irgendwas Krasses? Okay, das ist interessant. Wir haben hier eine Gym-Promo Panferno bekommen. Habe ich so noch nie gehabt. Dementsprechend bin ich sehr froh. Gibt es, glaube ich, bei uns in Englisch in der Box. Aber das hier ist gar nichts, Schubiduab. Aber wir haben dieses wunderbare Ding noch. Ein goldenes Booster. Hier kann, glaube ich, ein Rayquaza drin sein. Oder ein anderes Drachen-Pokémon. Es ist ein sehr, sehr geiler Drache. Es ist Drampa. Der ist cool. Das ist Sky Legend. Da wurde Arctos Zapdos Lavados in der Altart eingeführt. Und wir ziehen... ein Magnezone-Holo und einen coolen Dude. Das waren einige Mystery-Booster und Boxen aus Japan. Hat es sich gelohnt? Ich glaube, aufmerksame Zuschauer werden gemerkt haben, nicht so wirklich. Ich glaube, viele von den ganzen Shop-Inhabern werden einfach Karten ankaufen, diese dann für etwas Geld wieder verkaufen, indem sie halt das in diese Mystery-Teile reinpacken. Dementsprechend für Touris ganz cool, aber ich glaube für Leute, die actually wissen, was da drin ist und wie das gemacht wird, eher nicht so nice. Aber ihr könnt euch gerne dieses Video angucken, denn dort haben wir ebenfalls Mystery-Boxen geöffnet. Kann jetzt nicht wieder C werden, Alter. Oh mein Gott, der ist krasser. Das ist wieder ein C, Alter. Jetzt habe ich auch keine Lust mehr.